Ich muss jetzt aber doch noch mal kurz schimpfen. Was ist denn los? Sie sind verdammt knauserig hier. 71,718 kriegt Emil Fauré nur von Ihnen, von den Spectatoren. Das ist nicht viel. So, Sie haben aber jetzt noch mal Chance, so richtig, hoffe ich, in die Notenkiste zu greifen. Das ist nämlich hier jetzt Sönke Rotenberger mit seinem Cosmo. Cosmo, klar kennen wir den hier. Der hat vor 2 Jahren hier die erste Station des Louis-D'Or-Preises gefunden. War natürlich beim Finale dabei und wenn ich das nicht ganz falsch in Erinnerung habe, ganz knapp hinter Emilio im Finale. Und natürlich wissen Sie, was die beiden so im vergangenen Jahr getrieben haben. Da waren sie das Kükenpaar bei den Olympischen Spielen in Rio. Cosmo und Sönke Rotenberger. Cosmo, 10-jährig ist er. Und er ist in den Niederlanden gezogen, ein Sohn von Van Gogh und mütterlicherseits zurückgehend auf Land Jonka. Nachricht erhalten, dass die Familie Rotenberger Teile von Cosmo verkauft hat, nämlich an Ralf Westhoff und seine Lebensgefährtin Margarete Gröninger. Und ich glaube, dass ich nicht ganz falsch liege. Sönke ist damit ein Riesenstein vom Herzen gefallen, der ganzen Familie eigentlich. Sie haben ihn auf jeden Fall für Sönke mit Hilfe von Ralf Westhoff und Margarete Gröninger gesichert. Die Sache ist jetzt klar. Cosmo bleibt, wo er hingehört, nämlich unter dem Sattel von Sönke. Der ist aber richtig an hier. Das ist kein leichter Job. Man darf den Sönke nicht unterschätzen. Der hat ein irres Gefühl. Sie erinnern sich sicher auch an Favorit, den er ja von seiner Schwester übernommen hat, die wiederum von Tinne Wilhelmsson. Kein einfaches Pferd. Aber er hat das super gemanagt. Guck, er hat so die richtige Mischung aus Konsequenz, aber ohne zu viel Druck auszuüben. Und das hat man auch, glaube ich, gerade eben in der Piaffe gesehen. Kein ganz einfacher Job hier heute. Der ist richtig an und er macht das einfach klasse, dieser junge Mann. Sie haben schon mal so ein bisschen Freiluft geschnuppert dieses Jahr, diese beiden. Das war im März, da sind sie nach Spanien zum Drei-Sterne-Turnier gefahren. Ansonsten war das letzte Turnier, wenn ich richtig überlege, Frankfurt im Dezember. Jo, der ist schon wach hier. Guck mal hier. Ja, es ist wirklich, das ist schon noch mehr als eine Gratwanderung. In der Passage die 9, in der Piaffe die 6,5 bis 7. Kann ich total nachvollziehen, finde ich. Passage war überragend.
er ihn hier konzentriert wieder auf seine Seite gekriegt hat. Der war am Anfang schon echt richtig an. Ja, ich fand die Passage vorhin noch schöner, noch gleichmäßiger im Durchschwingen. Ja, das ist eine Silhouette, oder? Lastaufnahme, Genick oben und immer dieses Tänzerische durch den Körper, das ist schon von ganz besonderer Qualität. Ja, er liegt aber in der Passage, das ging den Richtern offensichtlich genauso wie mir, ein bisschen drunter, nicht mehr die 9, 9,5, sondern 8, 8,5. Ist ja immer noch, würde ich mal sagen, eine tolle Note. Ein unglaublich spannendes, ein unglaublich tänzerisches, elegantes, lässiges Paar mit einem Ausdruck. Das ist schon wirklich vom Allerfeinsten. Doch, das müssen wir schon sagen, da waren heute noch ein paar kleine Eckchen drin, Kentchen drin. Noch hier und da eine Spannung, vor allen Dingen zu Beginn. Nichtsdestotrotz war es eine tolle Prüfung hier. Sulke Rothenberger und sein 10-jähriger Niederländer Cosmo. Gar keine Frage, der wird sehr, sehr weit vorne mit dabei sein, sodass es am Ende darauf hinausläuft. 4 Arcada-Reiter an der Spitze, dann Emil Fauri und dann 4 Reiter aus Dänemark. Ja, was auch klar sein